Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich war fleißig. Ich habe hier Quarz eingesammelt. Und hier ist auch nochmal Quarz. Und hier haben wir schon angefangen, Glas herzustellen. Ich mache jetzt auch nicht alles an Glas gerade erstmal. Sondern erstmal nur das, was ich in der Tasche habe, das sollte ja reichen. Auf jeden Fall, denke ich mir. Wie mache ich eigentlich dieses verstärkte Glas? Ach, mit Glas und okay. So, und aus diesen Creepvine Seed Cluster, die wir gefunden haben, daraus können wir dieses Lubricant machen. Das ist Lubricant, habe ich schon mal gehört. Das ist wahrscheinlich ein Schmiermittel, denke ich mir. So, ich frage mich nur, wofür ich das brauche. Guck mal nach, ob hier was Neues hinzugekommen ist. Jetzt mit den letzten Updates, die da kamen. Ne, guck mal, das muss ich heute mir auch mal immer noch mal machen. First Aid Kits sollte ich mir unbedingt noch mal machen. Ne, nichts Neues. Nee. Aber für den Bilder. Hier gibt es eigentlich Uranium und sowas. Copper Wire brauche ich für ein Schild. Alles klar. So, dann schnappen wir uns mal ein bisschen Titan. Und Copper Wire mache ich doch wahrscheinlich nur aus Kupfer, ne? Nee, hier. Copper Wire, okay. Gut, dann gehen wir da mal nach oben. Ups. So, erstmal kommt... Hier kommt erstmal ein Fenster rein. Auf jeden Fall kommt mir hier ein Fenster rein. Macht es diesmal gleich. Ja, so genau. Hier kommt ein Fenster rein. Und ich will mal eben testweise hier einen Locker hinstellen. Ah, die Bank da ist ein bisschen hinderlich schon. Da will ich mal eben testweise... Ich will mal gucken, was ich mit diesem Schild machen kann. Ich kann ja alles wieder abbauen. Nee, nee, da kann ich es ransetzen. Ich kann so ein Schild an die Wände packen. Aha. Okay. Kann ich es größer machen? Okay. Gut. Minus. Es wäre aber schön, wenn ich das Label auch hier ran machen könnte, was? Das hätte ja was. Es geht leider nicht. Die hier sind nicht beschriftbar. Das ist schade. Ich trinke mal eben schnell was. Gut, okay. Aquarium. Nächster Auftrag. Boah, ist das groß! Das ist ja ein Riesending, das Aquarium. Wow, ist ein Scherz, ne? Dass das so groß ist. Oder? Glaub's ja nicht. Ich dachte, das ist so ein kleiner Kasten. Ja, Moment. Ist ja hinterher noch mal richtiges Wasser. Ist ja auch lustig. Use Aquarium. Left Click. Wie? Aquarium benutzen. Also ich weiß ja, dass man da Fische reinpacken kann. Ich will mal gucken, ob ich das etwas näher an die Scheibe stellen kann. Ich glaube es hier aber nicht. Nee. 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 Geht nicht. Nee. Es braucht schon ziemlich viel Platz, das Ding. Okay, dann machen wir uns mal auf die Suche nach Fischen. Dann besorgen wir uns jetzt mal ein paar Fische. Dafür hätte ich aber ganz gerne
Die Propulsion Cannon. Das wäre jetzt was für mich. Schnappen wir uns den Sea Light hier. Okay, auf der Jagd nach Pieper. So ein Pieper möchte ich da auf alle Fälle drin haben. Und ihn da vielleicht. Ja, kann er nicht tot sein, ne? Können ja nicht immer tot sein hier, die Fische. Ich habe jetzt noch nicht probiert, wieder wegen dieser vertikalen Konnektoren. Es muss doch hier Fische geben, Mensch. Die können doch nicht alle ausgestorben sein. Ach. So ein Ding will ich hier nicht drin haben. Die kann man auch nicht reintun in sein Aquarium. Man kann da nur Fische reinpacken, die man auch aufsammeln kann. Ihn hier zum Beispiel. Ein Pieper hätte ich ganz gerne noch. Da ist doch ein. Nee, das ist keiner. Aber den nehme ich auch mit. Und... ich glaube, bis zu 8 Fische kann man da. Hier ist einer, den will ich ganz gerne. Komm her, komm mit. Komm. Ich esse dich nicht. Versprochen. Ich esse dich diesmal nicht. Nummer 2 davon mit. Vielleicht vermehren die sich ja. Das wäre auch schön. Kann man sich eine Fischzucht aufmachen. Das hätte was. So, dann mal auf zurück zum Aquarium. Und jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich den schon? Und nehmen wir den? Och ja, der sieht nicht ganz so lustig aus. Was ist mit euch los, Mensch? Ich glaube, die sind alle narkotisiert. Einen zweiten Einstieg hätte ich hier vielleicht ganz gerne noch. Das wäre keine so unklare Sache. Okay. Und so. Left-Click. Ah, guck mal. Dann schmeißen wir den da rein. Den. Das ist geil. Das ist cool. Das ist so geil. Ah, herrlich. So, und den. Jetzt setzen wir uns hin und jetzt machen wir Kino. Ist das cool. Wir machen hier erstmal Screenshots. Wir machen jetzt erstmal 5 Minuten lang nichts anderes als Aquarium gucken. Nein, ernsthaft, also ein bisschen gucken wir da jetzt mal auf. Ne? Ich glaube, so viel Zeit muss sein. Das entspannt ja auch. Finde ich. Das ist richtig schön. Guck mal, der mit den Saugfüßen, der schwimmt da unten rum. Die sind ja meistens auch eher am Boden, glaube ich. Und jetzt da einen kleinen Reaper reinpacken und... das finde ich eine total putzige Idee. Ein Aquarium im Unterseeboot. Wo gibt es denn sowas? Unglaublich. So, ich schalte die UI mal eben wieder an. Ja, dachte ich. So, jetzt habe ich sie wieder. Ja, kann man natürlich auch von der Seite gucken. Kann man auch, achso, Use ist das Inventar, okay. Okay, ob ich das jetzt nochmal versuche? Ich würde mir oben ganz gerne noch mehr Fenster einbauen. Da hätte ich eigentlich Lust zu. Ich würde mir oben ganz gerne mehr Fenster einbauen. Wo sind sie denn? Achso, dafür bräuchte ich wieder Glas. Das habe ich ja weggetan, glaube ich, ne? Habe ich das Glas jetzt hingepackt? Komisch, habe ich schon so viel Glas ausgegeben? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
finde ich merkwürdig. Müllkiste. Packen wir mal das Lubricant rein. Ach ja, Copperwire für das Schild. Ach, ich habe hier oben den, habe ich genau. Ne? Der kostet auch Glas. Genau. Ja, den machen wir dann ab. Dann will ich mir nochmal eben schnell weiteres Glas herstellen. Komisch. Man hat das Aquarium mal zwei gebraucht, glaube ich. Ne? Das, ich glaube, das Aquarium kostet zwei Glas. Ja, weit. Oh, weit kommt man damit nicht hier, muss ich sagen. Weit kommt man damit nicht. Mit dem, was ich gefunden habe. Ich glaube, da muss ich nochmal ran. Und Silikon habe ich hier, oder Silizium habe ich auch nicht. Ne? Nee. Würde ich mir aber ganz gerne mal eben herstellen. Dann können wir uns auch mal so einen Shot bauen. Das kann ja auch nicht schaden, wenn man sich so einen Shot baut. Wo kann man sich denn so einen Shot bauen? Vielleicht hier. Wo war es denn? Nee, wo war es da? Hier. Nee, okay, in den A. Ah. Ja, da dran sollte man vielleicht so einen Shot bauen, oder? Obwohl. Nicht so richtig, ne? Hier sollte man vielleicht eins bauen. Komisch, hier geht das nicht. Wenn ich mich umdrehe. Ach, wenn ich mich umdrehe, geht das schon. Dann kommt da nicht jeder rein. Ist ja vielleicht ganz sinnvoll, ne? Cool. Okay, das ist ganz nett. Wird man jetzt auch nicht so häufig benutzen, weil das doch ein bisschen dauert, da durchzugehen. Aber es ist eine ganz geile Animation. Ich habe, außer dass ich schwarze Arme habe. Nein! Wow. Gut, dann laufen wir halt einmal im Kreis. Dann können wir uns auch gleich mal hier umgucken, wie das aussieht. Und das ist ganz cool. So viel zum Shot. Dann läuft das Wasser einmal im Kreis und mir dann hier im Nacken. Nun gut. Ein bisschen milchig ist das gerade hier alles, ne? Glaskorridor, ein Window. Da würde ich mir ganz gerne auch noch ein Fenster einbauen. Eigentlich könnte man sich hier einen richtigen Fensterraum machen. Könnte es sein, dass ich den unten einfach dicht mache. Ach, schade, schon vorbei. Ach ja. Ja, mit dem vertikalen Konnektor bin ich ja noch nicht weiter. Ich weiß nicht, ich versuche nochmal mein Glück hier einmal. Aber ich glaube eher, dass die momentan... Man kann bis auf den Boden definitiv durchgucken. Connecting two floors, das kann es ja nicht sein. Weil normalerweise kriegt er hier auch noch ein Loch in der Seite. Der kriegt hier noch so ein Guckloch automatisch rein. Das kriegt er aber erst, wenn da eine Leiter drin ist. Vorher kriegt er auch kein Guckloch. Kann hier aber auch nicht, nicht rein oder so. Vielleicht muss ich ja erst was oben drauf setzen. Wie dieses Observatorium. Das kann ich da gar nicht oben drauf setzen, was? Nee. Ach, warte mal, dann habe ich jetzt eine Idee, was hier macht. Dann habe ich eine Idee. Hier ist ja schon einer, ne? Genau, hier ist einer. Dann nehme ich jetzt einen Korridor und packe den mal so drauf. Der hat sich damit jetzt verbunden. Und jetzt kann ich ja vielleicht eine Leiter reinsetzen.
Ja. Okay. Okay, jetzt bin ich durch den vertikalen Konnektor gegangen, die ganze Leiter entlang. Okay, jetzt probieren wir nochmal was. Das geht wahrscheinlich nicht. Also die Leitern müsste jetzt gleich wieder verschwinden, wenn ich den hier oben abbaue. Attachments must be... Oh, echt. Ich muss jetzt erst die Leiter wegmachen da. Och, Kenners. Und das will ich mal eben probieren, ob das funktioniert. Und falls ihr damit schon rumgespielt habt oder noch rumspielen wollt oder euch das Spiel vielleicht auch selber mal kauft, bringt euch das ja auch weiter. So, und jetzt kann ich den abbauen. Jetzt bauen wir dann mal noch einen Vertikal-Connector drauf. Und ich mache nochmal... Nee, wir probieren mal eben aus, ob es mit 2 geht und dann, ob es mit 3 geht. Also wenn es mit 2... Also 2 waren, glaube ich, geprüft schon. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, 2 waren geprüft. Nee, 2 war nicht geprüft. Es geht nicht mit 2. Es geht nicht mit 2 Stück. Das macht er schon nicht mehr. Naja, wenn die Leiter wahrscheinlich auch ewig lang werden würde. Okay, das ist schade. Dann bauen wir den mal ab. Weil ich frage mich jetzt, wie kriege ich das Ding bis zur Wasseroberfläche, so dass es auch also nach irgendwas aussieht. Was könnte ich denn da jetzt mal draufsetzen? Den kann ich ja nur so drehen. Da habe ich nicht so viel mit gewonnen. Nee. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Echt? Okay. Dann will ich mal eben schnell was essen. Heatblade. Ja, da vorne haben wir doch schon was. Ah, ey, beim ersten Schlag wecke ich sie auf und... Ich hab sie doch nicht alle. Das kann doch nicht angehen. Bleibst du wohl hier. Gibt's doch nicht. Funktioniert meine Hitzeklinge nicht mehr oder was soll das? Boah, was zu essen? Ich verhungere hier. Okay. Puh, dann bin ich tot. Scheiß Fische hier. Gibt's doch gar nicht sowas. Okay, ich habe hier noch was zu essen im Schrank. Aber gib mir das Prinzip. Mein Essen schwimmt draußen rum. War schon tot. Und... fängt an, mich zu verarschen? Das kann nicht angehen. Keiner möchte von seinem Essen verarscht werden. Sind wir doch mal ehrlich. So, ne? H2O minus 15. Nee, kann ich mir jetzt auch nicht erlauben. So, was wollte ich machen? Richtig. Ich wollte... Dafür fehlt mir Glas, ne? Wir bauen das hier mal eben ab. Wir bauen das auch mal eben ab. Bau das auch wieder hin. Keine Angst. Ich brauche nur mal eben auf die schnelle Glas. Also das würde ich jetzt ganz gerne nochmal geklärt haben, bevor die Folge hier vorbei ist. Was kann ich hier Ideales hinbauen, ohne dass das scheiße aussieht? So ein Raum ja wohl nicht, ne? Nee. Ja, so ein L-Korridor hilft mir jetzt nicht viel. Ein Glaskorridor können wir da hinbauen. Nee, kann man nicht. Durch den Glaskorridor oder kann man dann da durch mit einer Leiter. Aber ich kann darauf keinen Konnektor befestigen.
Damit habe ich nichts gewonnen. Das bringt mir überhaupt nichts. Das ist schade. Ich kann mir nur die normalen Dinger darauf bauen. Wo ist denn das Observatorium? Warum kann ich den nicht auf diesen Konnektor setzen? Das wäre schön, ne? Das geht aber nicht. Weil das halt so eine Kugel ist. Das geht halt einfach nicht. Ah. Obwohl, dann kann ich den ja auch nicht oben drauf bauen. Das würde ja so oder so nicht funktionieren. Kann ich denn hier noch einen Vertikalkonnektor aufsetzen? Nein, das geht auch nicht. Okay, was ich machen kann, ich kann mir so ein Ding draufsetzen. Und dann kann ich mir hier wieder einen Vertikalkonnektor draufsetzen. Dann kann ich mir hier auch wieder so ein Ding draufsetzen. Wir machen das jetzt mal eben. Aber da hat ja niemand was von, ne? Das, außer, dass das nur merkwürdig aussieht, ist das ja nicht unbedingt eine Win-Win-Situation. Ja. Schwierig. Also das sieht schon... Das ist schon... Das sieht schon... Wie sieht denn das aus? Also... Da halte ich ja irgendwie gar nichts von, ne? Das sieht ganz lustig aus, aber... Aber auch nicht wirklich doll, ne? Ich mache da mal ein Bild von und dann werdet ihr euch wahrscheinlich im Thumbnail schon fragen, was zum Henker baut der denn da? Da muss ich euch sagen, ich weiß es nicht. Wir können mal gucken, ob wir da jetzt wirklich drei Leitern hochzimmern können. Da würde ich aber mal von ausgehen, dass das so ist, dass das geht. Jetzt fehlt mir natürlich das Titan dafür. Und ich habe hier auch nicht mehr genug. Oder habe ich hier noch welches versteckt und falsch eingeräumt? Ich glaube mal nicht. Nö. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, und hier gleich noch eine zweite Leiter obendrauf. Ja, es würde theoretisch gehen, wenn man das Material hätte. So vom Hockerhauen und Hoppen, also es versaut mir die gesamte Optik, finde ich. Irgendwie versaut mir das die gesamte Optik. Das kann man eigentlich nicht machen. Und doll ist das nicht. Nee, das bauen wir auch wieder ab, denke ich immer so. Seht ihr, da unten ist jetzt ein Loch drin. So ein Guckloch quasi, wovon man ja nichts hat, weil man kann da ja nicht rausgucken, wenn man drin steht. Da sieht man es. Auf beiden Seiten sogar. Hm. Ja, okay. Gut. Müssen wir mal gucken. Ich guck mal auf Steam. Vielleicht gibt es da irgendwie im Wiki ja Tricks, wie man das doch noch besser machen kann. Wäre ja möglich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin hier noch nicht so viel weiter mit der Basis, aber auch so langsam wird sie, ja. Und am besten finde ich den Durchgang hier direkt zu meiner Seemotte. Das gefällt mir mit Abstand am besten. Okay, bis dann. Tschüss.